So. Okay. Okay. YouTube-Stream, erstmal klarkommen. Erstmal klarkommen. Armin, was geht, Oliver? Was geht? Jungs, was geht ab? Ich teste hier gerade, ob das funktioniert, aber irgendwie. Will das Internet wieder nicht. So richtig, oder? Kriegt das sich jetzt wieder ein? Na, vielleicht kriegt es sich ein. Dann können wir gleich durchstarten. Okay, das sieht doch besser aus. Das sieht doch besser aus jetzt. Okay. Gut. Oder auch nicht. Jetzt geht das Internet wieder runter. Warum? Gestern lief doch alles problemlos. Was? Warum machst du Probleme mit dem Internet? Was geht, Alter? Gibt's das für PS5? Nein. Soweit ich weiß, nicht. Warum macht das Internet jetzt Probleme? Warum? Warum? Du willst einmal streamen, weißt du? Einmal mal ein bisschen streamen. Dann macht das die ganze Zeit Probleme. Nee, egal. Gut, ich teste es trotzdem. So, okay. Also, gucken wir mal rein. Und wie gesagt, ich muss schauen, wie das mit dem Internet geht. Wenn es nicht geht, dann ist es halt scheiße. Okay, also erstmal müssen wir unsere Insel benennen. Und ich nenne sie jetzt einfach mal Greed Island. Wer weiß, der weiß. Mehr Spieler. Machen wir mal ein. Und Schwierigkeitsgrad normal. Ah, okay. Wenn der Sound nicht, wenn der Sound irgendwie nicht stimmt, dann sagt gerne Bescheid, oder? Dann sagt gerne Bescheid, Leute. Okay, was ist denn jetzt hier los? Warum? Mach doch einfach. False? Was ist denn False? Ist der Name verboten oder was? Eben Sorb Island. Ist der Name verboten oder was? Junge, da hat sich das doch schon erledigt. Ich kann nicht mal eine scheiß Map machen oder was? Warum? Hä, weil ich online bin? Alles klar. Scheiße, jetzt hatte ich es jetzt doch Greed Island nennen können. Nee, ich will jetzt nochmal raus. Ich will, dass meine Welt Greed Island heißt. Raus.
Nein! Nein, nein, nein. Geh ich direkt nochmal raus. Sorry dafür. Das. Nee, nee, nee. Ich wusste nicht, dass ich keine Online-Dings machen kann. Ich habe nicht gelesen, dass, wenn man das am Anfang nicht einstellt, dass man online ist, dass man das später nicht mehr ändern kann. Dass man später dann keine mehr einladen kann. So, zumindest habe ich das so gehört. Deswegen wollte ich das jetzt eingestellt haben. Ansonsten würde ich nämlich auch ausstellen einfach. Aber, ja. Aus One Piece? Nein, 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 nein. Ey, da, was ist denn da los wieder? So, okay, neuer. So, jetzt aber. Das heißt aber, Ada, das hast du auch nicht gesehen. Fängt gut an, ja, das hast du auch nicht gesehen. Das ist ja wirklich ein Skandal eigentlich. So, okay. Das müsste ja jetzt gehen, oder? Also, Greed Island. Mehr Spiele dann anscheinend offline. Okay, starten wir. Geht es jetzt? Okay, es geht direkt. Rocket Dude, was geht ab? Maxi DR1, was geht? Sound passt soweit? Spiel ist ein bisschen sehr leise, wa? Nach Spielbeginn kannst du den Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungs... Okay. Ist für die Zukunft geplant. Okay, alles klar. Den Survival Opa? Nehmen wir den Survival Opa oder was? Ja, okay, gut. Hautfarbe. Rot. Okay. Armgröße, Torsogröße. Okay, du kannst anscheinend schon wieder richtige Freaks bauen, ne? Warum sind die Augen so krass? Nein, ich war noch nicht fertig, ja. Geh doch mal einen runter, genau. Armgröße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das bescheuert, ja. Nein, 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 Junge. Lass mal klarkommen hier mit der Steuerung, ey. Ist da eigentlich auch, war dein Gesicht? Was ist mit den Augen los? Warum ist der so? Ach so! Junge, hier, die Anime-Augen, Junge, die müssen natürlich sein. Ja, Augenbrauen, ja, gut, passt schon. Okay, Internet läuft anscheinend auch jetzt in Ordnung. Haare nochmal gucken. Was ist eigentlich so? Okay. Gut. Okay. Charakter abschließen. Let's go. Boah, hat mein Magen gerade geknurrt, Alter. So ein kleines Schäfchen hau ich mir direkt auf den Grill, ey. Alter, hat der geknurrt, Junge. Das, ach, krass. Erstmal, ey, Junge, ich muss erstmal Geld verdienen, sonst kann ich mir kein Essen leisten. Schön Disco-Pumper bauen. Ja, hätte man machen können, oder? Ey, da, nein, auch nicht Windansage. Greed Island ist aus Hunter x Hunter. Hast du das nicht geguckt, oder? Junge, einfach Zelda. Habt ihr gehört? Richtig Zelda-Vibes. Ja. Erstmal eine Faust verteilen. Boah, Junge, ey, mein Magen grummelt, Alter. Was ist denn hier los, ey? Aber es wegen Hunger, nicht wegen... Ihr wisst schon. Okay, also, ich zock's auf der Xbox Series. Und da soll's eigentlich ganz okay laufen. Für so ein Preview-Game. Wird irgendwie so 40 Frames, glaube ich, soll es ungefähr sein. Schnellreise freischalten. Ey, das ist richtig Zelda-Vibes direkt, oder? Mit den Sounds und so. Direkt Level Up, Alter. Yes, geil. Gut. Okay. Wer bist du denn? Ansprechen. Oh, hey, du bist nicht von hier, oder? Ich hab das gleich gemerkt. Du riechst nämlich nicht nach Pals. Wenn du Däumchen drehst, bleibst du hier nicht lange am Leben. Hier, schenke ich dir. Mach dir damit eine Waffe oder so. Ach, 10-mal Holz hat sie mir gegeben. Okay. Öffne dein Inventar. Also primitive Arbeitsbank. Ja, packen wir einfach
Bauen. Bauen, okay. Und jetzt gedrückt halten, okay. Hat das jemand von euch schon ausgetestet, das Game? Ist ja anscheinend, wir haben hier, es ist halt, eigentlich ist es super schlau. Ich meine, die ganzen Survival-Games sind ja sowieso immer wieder sehr beliebt, sehr, sehr beliebt. Und wenn du jetzt noch Pokémon drauf tust, ist das eigentlich, wenn du es gut machst, ist es schon fast ein No-Brainer. Ja, also dieses Pokémon-mäßige. Und das ist schon, ja, anscheinend ist es extremst beliebt jetzt schon, ne? Mr. Donny, was geht? Hast du kurz Zeit zu erklären, worum es geht? Ja, klar, gar kein Problem. Wir haben hier in erster Linie erstmal wieder ein typisches. Das Spiel ist schon sehr leise, oder? Oder passt, oder hört ihr irgendwas? Mir kommt es ultra leise vor. Auf jeden Fall hast du hier ein normales, typisches Survival-Game. Das Besondere ist halt einfach nur, dass sie hier extreme Pokémon-Vibes mit reingenommen haben. Teilweise siehst du auch Monster, die aussehen wie Pokémon, die du schon kennst. Wie du vielleicht auch auf dem Thumbnail gesehen hast, dieses Elektro-Ding. Das könnte auch direkt aus Pokémon sein. Das ist schon mal das, was du so catchy-mäßig hattest bei den Game, warum die Leute so Bock drauf hatten. Und du kannst die ganzen Pokémon natürlich immer wieder fangen, trainieren, mit den Kämpfen. Du kannst sie für dich in deiner Mine arbeiten lassen und so weiter. Und in deiner Farm. Und das ist, ja, das ist halt so das Ding. Es ist halt eigentlich im Prinzip wieder ein typisches Survival-Game, nur halt mit Pokémon-Ästhetik und so. Das ist es halt schon. So, jetzt überlege ich gerade, was ich machen muss. Also öffne das Menü und schau dir im Tab Survival Guide ein. Okay. Nee, warte mal, das war der falsche Knopf. Okay. Was müssen wir denn machen jetzt hier? Achso, hier. Nee, das können wir noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht freigeschaltet, wa? Was ist denn da in der Ecke? Ist der Sound in Ordnung? Hört ihr das? Weil bei mir ist ultra leise. Das schlägt doch gar nicht aus, der Sound, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Auch hört ihr genug, ja? Oder soll ich ein bisschen lauter machen, das Spiel? Ich schätze mal, wir müssen einfach erstmal einfach nur sammeln, was? Vielleicht die Sachen noch? Ach ja, guck mal hier. Stein brauchen wir. Machen wir uns erstmal ein paar Dinge jetzt hier. Ein paar Werkzeuge, würde ich sagen, oder? Sam, was geht? Schauen wir doch mal. Ist das hier? Palladiumbruchstück. Lauter, oder? Ja, okay. Sehr gut. So. Besser oder noch zu leise? Kann ich mit dem Stock einfach da raufhauen? Und krieg trotzdem Stellen? Tatsächlich, okay. So, wir haben jetzt sieben Steine. Sieben Steine wollten wir. Ne? Das reicht aber noch nicht. Wir brauchen 10 Steine auf jeden Fall. Finungs, was geht ab, Mann? Alles gut bei dir? Noch ein Stück lauter? Kein Problem, machen wir. Ich weiß gar nicht, ob mein Knüppel hier kaputt gehen kann. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ah, doch, doch, doch. Hier, ja, Haltbarkeit. Ah, ja, okay. So, wir haben genug Stein. Okay, jetzt schnell zurück. Holz nehmen wir mit. Ich habe gesehen, oder wir haben ja gerade gesehen, dass Schwierigkeitsgrade geht. Ich habe jetzt auf normal angefangen. Man kann aber anscheinend. Ah, okay. Das war relativ laut jetzt wieder, ne? Ist im Game Pass, genau, ja, ist im Game Pass und ist Early Access Version halt so. Noch nie von dem Game gehört. Ja, Erde, das, ich sag dir ganz ehrlich, das überrascht mich bei dir auch nicht. Obwohl wir das schon gehört, gesehen haben öfters in den Streams, da warst du auch dabei, glaube ich. Habt ihr nichts mitbekommen? Krass. Ein richtiges Hype-Game, ey. Leute, Leute, Leute. Was ist da los? So, ich hatte jetzt Spitzhacke als erstes, oder? Ja, so, okay. Jetzt die Axt.
Ich merke schon, Alter, ich merke schon. Okay. So, okay, gut. Was kriegen wir denn eigentlich, wenn wir aufleveln? Warte mal, eben. Ach, guck mal hier. Das ist jetzt. Ist das jetzt freigeschaltet? Ne, warte mal. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Wie viel? Ach, da unten links. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Parts. Den Parts in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Okay, ich denke mal, das ist wichtig. Palsphäre, ein Hilfsmittel, um sich die Pals zu fangen. Brauchen wir auch. Damit kannst du einfache Gerichte kochen. Nehmen wir Holztruhe, nehmen wir Reparaturbank, Holzbauset, Fundamenten, ja, nehmen wir mit. Dieses Bett, nehmen wir auch. Palstrohbett, sollen die auch schön schlafen können. Stroh, Stoff, ja, nehmen wir auch. Obwohl, haben wir genug? Nee, wir haben nicht genug. Alles. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich, guck mal hier, kann man denn durch? Okay, eigentlich können wir jetzt versuchen, uns eine Bude direkt zu bauen, ja, ey, Rocket Dude, ich sag dir ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht im Ding gewesen wäre, hättest du mir wahrscheinlich auch nicht geholt. So. Sound ist jetzt in Ordnung, ja? So. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Wir können ja jetzt die Dinge, die Sphären herstellen. Lass doch einmal ganz kurz eine herstellen. Mensch, lauf wie ein Mensch. So, können wir sogar machen. Wow. Na gut, zwei haben wir noch nicht haben. Wird das ein Live-Projekt? Also man kann es, wenn es okay ankommt und mir vor allem auch Spaß macht, dann kann man das bestimmt ab und zu mal zocken. Ja, warum nicht? So, warte mal. Okay. Abbrechen, abbrechen. So. Fangwahrscheinlichkeit 100%. Chicky-Pie. Extrem schwach und extrem lecker. Gehört zusammen mit Lambal zu den schwächsten Parts. Egal wie viel man sie. Sorry, wie viel man sie jagt, irgendwie tauchen sie immer wieder irgendwie raus. Ach, es gibt sogar schon Erfolge. Bruder. Okay. Das ist natürlich cool, Mann. Was stand da? Ich habe Werte, Statuswerte erhöhen. Ich gehe, glaube ich, erstmal auf Gewicht. Also, ich muss sagen, Steuerung ist auch ganz gut angepasst direkt schon am Controller, wa? Passt eigentlich. Wie konnte ich nur, ja? Das arme Vieh, ey. Ja, mitnehmen. Und das kann ich jetzt auch noch für mich kämpfen lassen. Und später, wie gesagt, kann man denen Aufgaben zuteilen, damit die für mich arbeiten, ja. Die Schweine. Also es läuft auf jeden Fall nicht 100% mit 60 Frames, das ist ja klar, das sieht man, denke ich, auch. Aber es geht eigentlich. Warum? Da unten wäre doch, glaube ich, ein ganz guter. Was ist das denn hier? Palladium-Bruchstück. Einfach alles mal mitnehmen. Ja, damit. Ist das da hinten? Alles mitnehmen. Alles mal mitnehmen. Leute, wenn ihr jetzt sowieso am Start seid, wäre es super cool, wenn ihr kurz mal eine Bewertung da lassen würdet für den Stream, damit es ein bisschen besser angezeigt wird. Das hilft auf jeden Fall ganz gut weiter. Was habe ich da jetzt bekommen? Ich habe es nicht gecheckt. Achso, einfach nur eine Kiste Goldmünzen. 500 Goldmünzen. Was ist das hier?
Du hast Notiz eines Schiffbrüchigen. Du hast die Aufzeichnung eines anderen Abenteurers gefunden. Okay. Okay. Ja. Wenn du das sagst, Bruder. Guck mal, wie die chillen, ey. Soll ich die kaputt schlagen von hinten? Oh! Guck mal, wie süß die watscheln, ey. Die muss ich kaputt schlagen, ey. Einen davon will ich haben. Den mit Level 2. Ja. Ich hab daneben geworfen. Ah! Ich hab daneben geworfen. Scheiße. Ich war's nicht. Ah, verdammt. Scheiße. Gut, gut, gut. Was ist das eigentlich für eine Anzeige hier? Mann, ey. Was ist das denn, ey? Kativa. Guck mal, wie süß. Okay, ich baue mir hier erstmal eine Base, Leute. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Survival-Profi, wa? Ihr wisst ja, ich zocke jetzt nicht so viel Survival-Games. Okay, Holzfundament. Das hier. Ein schönes Strandhaus. X war das, genau. Okay. Soll ich mir einfach mal kurz mal so eine Bruchbude oder so direkt was Schönes bauen? Ich weiß auch nicht. Also. Ich drücke immer die falschen Knöpfe hier. Oder wenn schon, denn schon, ja. So. Okay. Also. Dann. Das ist ja schon irgendwie voll nervig. Obwohl, es geht, es geht. Er läuft trotzdem, ich dachte schon. Gut, ey Junge, das kann ja dauern, ey. Nicht genügend Material. Okay, komm, wisst ihr was? Wir hauen erstmal ein paar Bäume weg, ja. Gibt's da auch eine Story? Ich glaube nicht. Das ist einfach nur so Pokémon-mäßig halt. Es gibt auch später, es gibt auch später Dungeons, es gibt auch so Türme, wo du reingehen kannst, wo dann auch so, so Art, wie heißt es, Pokémon-Trainer sind und so. Oder, hier, Arena-Leiter, die du platt machen kannst, sowas gibt's da schon auch. So, okay, Werte erhöhen. Ich glaube, Ausdauer wäre auch gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal Ausdauer. Wir brauchen Holz, ja. Holz, Holz, Holz. Und wir müssen gleich ein bisschen was essen. Sehe ich gerade. Los, Survival Opa. Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn wir das Ei einfach so roh fressen? Ich weiß nicht. Das läuft aber auch ab, wa? Ich knall mir das ganz rein, ey. Benutzen. Player 298 hat Ei gegessen. Okay. Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid, Leute? So. Okay. Wäre natürlich geil, wenn es einfach darauf bleibt und man kann einfach so viele reinknallen, wie man Bock hat, weißt du? So, ich weiß gar nicht, wie ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich haben will jetzt. Wie will ich denn das jetzt überhaupt machen, Alter? Reicht mir etwas so eine flache Hütte erstmal? Ja, komm. Scheiß drauf. Aber hier mit Aussicht.
Muss ja auch mal ein bisschen Licht drin sein, weißt du, in der Bude hier. Mann, ich drücke immer A zum Bestätigen, aber es ist X. Okay, gut. Holzdach. Naja, es muss erstmal funktionieren, sag ich mal. Ne? Also, es muss erstmal funktionieren. Das muss jetzt nicht geil aussehen. Ne? So, zack. Gut. Okay. Ich habe meine Bude gebaut. Okay, mieses Bett. Ein richtig mieses Bett. So. Drehen. Gut. Ding. Kann ich noch ändern, ja, genau. Kann ich ja später noch machen. Hauptsache erstmal ein Bett. Und dann können wir weitergucken. Die Farm muss erstmal laufen, weißt du? So, schlafen. So, ich überlege gerade, was wollen wir denn jetzt machen? Wir brauchen eigentlich nochmal so eine Werkbank. So, warte mal, was können wir denn hier alles bauen, ey? So, die Palbox. Die können wir doch erstmal bauen, oder? Nehmen die erstmal hier. Sehr gut. Mission? Baue Holztruhe, setze ein Pal für Arbeiten im Lager ein. Aha! Okay. Okay, dann bauen wir erstmal eine Box. Eine Box. Wo ist jetzt vorne? Ist hier vorne? Oder ist es scheißegal? Ist wahrscheinlich scheißegal, ne? Und bei diesen Arbeiten können wir dann später Hilfe bekommen von den ganzen Viechern. Ne? So. Nach rechts. Also wenn man die ganzen Shortcuts drauf hat, dann geht es wahrscheinlich relativ sogar richtig schnell mit den. Scheiße, jetzt ist das Fleisch abgelaufen gerade. Sehe ich gerade. Ah, Mist. Okay. Palbox Management. Was können die denn? Genau, unterschiedliche Sachen. Hackordnung. Der hat auf jeden Fall einen Bla. Ach, guck mal hier, Arbeitsstatus. Aber was bedeutet das? Wie kann man das denn jetzt abchecken? Details ansehen. Der kann sammeln und der kann Farmarbeit Level 1. So, warte mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal eine primitive Werkbank. Dann baue ich mir nochmal so Sphären. Genau. Alter, was kostet es, ey? Holz? Super viel, ne? Bist du aktuell Berliner? Man ist immer Berliner. Kannst du dich mal zeigen? Nein. Warum ist man so neugierig, wenn man, wie man aussieht? Voll unnötig. Sei leise. Sam, nicht so unfreundlich, Mensch. Was ist da los? Okay. Jetzt ist halt die Frage. Ich weiß nicht, was die besten Arbeiter sind, ey. Keine Ahnung, ey. Ich will aber auf jeden Fall so einen. Ja. Oh mein Gott! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin so dumm einfach. Gottes Willen, Alter. Einfach komplett daneben geschossen. Oh Gott, den hab ich totgeprügelt. Oh shit! Oh Gott!
der Schläge, ey. Komm zurück, ruhig jetzt. Rote Beeren hat er gedroppt. Heiliger Bimmer, Junge. Okay. Was kann er denn jetzt? Ach, guck mal hier. Der Alter, der ist schon viel krasser als das verdammte Chicken, ey. So, Details ansehen. Der hat Handwerk, Sammeln, Bergbau und Transport. Oh, du kommst hier ab in die Mine mit dir. Reines Lager. So, zack. Der arbeitet jetzt für mich. Pals, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Komm direkt, macht er für mich. Arbeit hier. Sehr gut. Palbett. Brauchen wir Holz, Bruder. Wir brauchen Holz. Komm, das machen wir noch schnell. Bevor wir selber schlafen gehen, kümmere ich mich um meine Tierchen, ey. Guck mal, die Penny hier. Die könnte ich jetzt eigentlich direkt kaputt schlagen. Maurice Red, was geht? Don Corleone, was geht, Jungs? Guck mal, da hinten ist so ein Turm. Da hinten ist auch noch ein Turm. Das sind, glaube ich, so mäßig die Arena-Leiter. Okay. Kälte geht ab. Ja. Und wir brauchen Essen, ja. Wir brauchen eine Fackel, ja. Ja, ich will aber jetzt hier erstmal... Ich hau jetzt ab, ja. Wo ist meine Base? Da ist meine Base. Ich brauche erstmal ein Bettchen. Oh, erstmal ein Bettchen für meinen kleinen süßen Pauli. Mission erledigt. Du kannst deine Palbox verbessern. Machen wir. King Kaido. Einfach Bogemon ins Arbeitslager schicken. So sieht's aus. Junge, dauert es. So, hier hast du ein Bett. Jetzt gehe ich aber auch selber schlafen, ne? Okay. So, dieses Paul ist gesund und munter. Sehr schön. Ich muss mal hier irgendwie bei den Optionen machen. Optionen. Spieleinstellung. Kämpft da jemand? Was ist denn da los, ey? Ach, der baut ab, Junge! Fleißig, fleißig! Gehst du überhaupt noch an die frische Luft, weil du jeden Tag 24 Stunden vor der Konsole sitzt? Junge, ja. Du hast recht. Das ist eigentlich hast du recht. Ich sitze nur vor dem Tag, vor dem ganzen Tag vor der Konsole. Ich sollte über mein Leben nachdenken. Danke, dass du es angeregt hast. Junge, der liegt ja hier immer noch, ja. Wird der irgendwann weggetragen oder sowas? Oder ist er jetzt für alle Zeiten einfach Gott? So. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Arbeiter. Und ich glaube, diese Typen, die sind eigentlich ganz geil. So, warte mal. Mission. Lagerverbesserung. Baue primitive Werk. Ach, das haben wir auch schon direkt. Okay. Baue Palstrohbetten, baue Futtertrog. Das heißt, jetzt kann ich da mehrere Arbeiter reinpacken. Gut, das heißt wiederum, ich brauche mehr Sphären. Ja. So, der müsste mir, glaube ich, jetzt einfach helfen, oder? Hilft er mir? Hat er das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der das kann, ja. Ja, mach ich selbst. Freust dich auf Infinite Wealth. Na, wenn du meine Most Wanted Videos gesehen hast, was du anscheinend nicht getan hast, oder du willst einfach nur so Smalltalk halten, dann ja, natürlich, ich freue mich sehr drauf.
Okay, ich will mir noch solche fangen. Wie heißen die, ja? Leg ein Päuschen ein. Aha, hast du schon fertig gearbeitet oder was? Ein Pal gönnt sich ein Päuschen. Na gut, dann mach das mal. Was ist mit denen denn los? Der ist komplett verwirrt. Ist der tot? Der ist auch tot. Den habe ich auch kaputt geschlagen. Hier vorne sind noch welche. Ach, wir sind hungrig. Warte, warte, warte doch. Okay, ein paar Beeren. Der rennt schon weg, weil er genau weiß, was jetzt passiert. Der weiß ganz genau, was jetzt passiert. Ja, komm her. Bleib hier, ey. Bleib hier, verdammt. Mann, eben den hier, ey. Nichts ahnen, kriegt er direkt den Knüppel auf den Kopf. Der tut so, als hätte er nichts mit der Sache zu tun. Wow, was ist das da unten, ey? Wow. Was ist das da unten, Junge? Das sind ganz andere Viecher jetzt. So ein Pinguin? Gumas? Da sind richtig dicke Fische. Du solltest dich die Zeit nehmen und auch mal einen langen Spaziergang machen. Das ist gut für die Gesundheit. Achso, seid ihr jetzt Strukturen in den Chat oder was? Hermann, dann sollst du aber ein bisschen an deinem Deutsch erstmal üben. Und Elia, was machst du jetzt gerade, wenn du am Handy die ganze Zeit schreibst oder was? Du bist aber draußen an der frischen Luft, oder? Oder habt ihr einen Clown gefrühstückt? Oder seid ihr einfach Clowns, die gerade aus dem Zirkus entflohen sind? Nicht, dass ich hier gleich die Nachrichten anschalten muss und erfahre, dass ihr irgendwie auf der Flucht seid, oder? Ihr Verrückten. Mann, Mann, Mann. Aber finde ich schön, dass ihr euch Sorgen um andere Leute macht. Das ist doch schon etwas. Immerhin. Was haben wir denn hier? Karl Flinkel Statue. Oder Karl Flinkel Statue. Okay. Da werden die Arme einfach so weggekribbelt. Das ist die Aufgabe, dafür sitzt er da. Achso, du meinst. Achso! Ach, du meinst die Viecher hier drin? Achso, ich dachte, du meinst jemand anderes. Ah ja, das stimmt. Achso, ja, da, nee, da hast du natürlich auch recht. Ich dachte, du meinst sie. Nein. Der liegt ja immer noch da tot. Der auch. Verschwinden die nicht? Hab ich die jetzt die ganze Zeit hier in meinem Dorf drin, oder was? Sag mal, wie lange geht denn dein Päuschen, ey? Ich muss den mal ein bisschen antreiben hier, glaube ich. So. Was ist das denn für einer? Das sieht aus wie ein Händler, wa? Aha, geht doch, Kleiner. Ist deine Pause vorbei hier, oder was? Was ist das denn für einer? Fahrender Händler. Okay. Kaufen. Was kann man denn kaufen hier? Baupläne. Na gut. Ich brauch Holz. Holz schon wieder. Bringt er das nicht da rein, ey? So, warte mal, Werte erhöhen. Arbeitstempo. Hast du eigentlich mal Azuras Rough gespielt? Yes, habe ich gehört. Ich habe das eigentlich auch mal Let's Played, aber das ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist, das Let's Play.
So. Jackson, was geht's? Gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja nicht so geübt in so Games, war, aber ich habe echt das Gefühl, ich komme super langsam voran. Ach, warte mal, ey, das hätte ich doch auch schon längst machen können. Hier meine neuen Arbeiter reintun. Die können aber alle das Gleiche, wa? Das bringt, glaube ich, auch nicht. Guck mal, der ist sogar noch verfressen. Die sind alle Achshasen. Den tue ich auch mal rein hier, komm. Allein schon. Ich brauche unbedingt Sphären, aha, das ist schon eher was. Muss man unbedingt mehr Viecher hier jagen erstmal. Legt gerade ein Päuschen ein. Warum liegt denn ein Päuschen? Weil er noch wahrscheinlich nichts zu tun hat, ne? Ich muss mehr zum Arbeiten gehen, ja. Ja, Junge. Mal ein bisschen schneller reagieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die richtige faule Säcke am Start. Mensch, ey. Glaube, das sind Leute, wirklich, die sitzen nur den ganzen Tag, ey, vor dem scheiß Wasserbach hier, ey. Mann, Mann, Mann. Zock doch mal ein bisschen mehr, dann weißt du, was abgeht im Leben, ne? Mann, die Leute, wirklich. Gerade Prince of Persia durchgezockt. Sehr gut, sehr gut. Und wie hat's dir gefallen? Ist gut, oder? Also, ich hab doch. Ah, ne, ich hab nur zwei Betten. Stimmt. Hä? Ach, das Holz habe ich gerade verballert. Ja, stimmt. Ach, die arbeiten wahrscheinlich nur in diesem Radius hier, wa? Das ist natürlich scheiße, ey. Wenn ich das weiter hier rausgestellt hätte, hätten die wahrscheinlich das hier schon alles abgebaut oder was. Kann man das erweitern? Das ist halt die Frage. Fange 5 Lammball. Spiel hat schon 1 Million Mal verkauft, Prince of Persia, meinst du? Ernsthaft? Das ist ja richtig geil. Das wäre richtig nice. Das arme Schaf. Scheiße, das war ein bisschen zu doll. Tut mir leid. Der kann Essensmenge. Was ist das denn? Handwerk, Transport. Ah, nee, warte mal. Komm, der soll hier einfach mal rein. Zack. Mach einfach. Ach so, Maurice. Ach, 1 Million. Ey, Leute, wirklich, es ist ein Survival-Game. Ey, wenn ich ein Game machen würde, Survival einfach. Einfach Survival. Ey, das ist doch krass. Krass, ey. Voll die geile Sprungrätsel, das ist schon heftig öfters. Es geht. Vom Schwierigkeitsgrad geht es eigentlich immer. Jetzt schon an Grenzen, finde ich. Bam, bam, bam. Waffenbruch, verdammt. Das ist nicht gut. Kativa, gönn dich ein Päuschen. Sag mal, was ist denn mit dem los, ey? Es gibt wirklich nichts zu tun für den, ne? Das ist das Problem.
kurz. Ich muss hier noch ein paar Sachen freischalten auch vielleicht. Was ist denn hier noch? So, Futtertrog, brauchen wir Stoffkleidung, Alarmglocke, Schlingfalle, Bärengarten. FIFA, normaler Schild. Ah, irgendwas. So, eine FIFA. Wo tun wir die denn hin? Ja. Ja, mal probieren. Futterdruck war das andere, was wir brauchen jetzt. Ja, wir brauchen Futterdruck. Was fehlt mir jetzt hier wieder? Holz. Jo, und ich eigentlich Trophäen bzw. Archivens. Ach, manchmal eigentlich. Ab und zu. Früher mehr als heute. Bist du voll dabei oder was? Bist du richtig Platin, Trophäen und so? Hellboy, was geht? Sehr schön. Ein Hellboy-Fan oder einfach nur so genannt? Ach, Ada. Wie weit hast du denn Hunter Hunter geguckt? Das musst du unbedingt weitergucken, ne? Verstehe gar nicht, warum du das auch nicht weitergeguckt hast. Da brauchst du nicht auf ein Remake warten oder so, ne? Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Leute, wenn ihr noch keine Bewertung da gelassen habt, holt das gerne mal bitte nach. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Man kann den. Jo, es geht. Ja, nee, gibt es nichts zu tun. Arbeitssuche-Modus aktiviert. Ah, ja, okay. Es gibt hier wirklich nichts zu tun. Ah, deswegen. Futterdruck gebaut. Der ist jetzt glücklich. Okay. Jetzt können wir das hier wieder upgraden, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. So. Baue Lagerfeuer, baue Bärengarten, baue, setze ein Pal für die Arbeiten ein. Ja, okay. So, es geht. Trophäen, wenn das Spiel gut ist, schon, so wie Spider-Man 2 oder Alan Wake, da muss man. Ach, Alan Wake hast du Platin geholt? Okay, krass. Geht 10.000 Trophäen, davon 98 Platin. Ah, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Nice. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Ich glaube, ich baue erstmal meine Sachen hier weiter auf oder soll ich doch nochmal versuchen, da in das Gebiet zu gehen, weil da waren schon geile Monster auf jeden Fall. Trophäen, achso, das hat's ja schon. Immer noch da, wo Kilo gefangen wurde. Oh Gott, das wurde gleich noch mehr. Gefangen wurde. Ach so, du meinst von seiner Fan, ne? Oh. Oder was meinst du? Oh. EP-Bonus. Hab schon zweimal gefällt mir gedrückt. Zweimal gefällt mir heißt einmal liken und nochmal drücken heißt einmal wegnehmen den Like. Nein, Spaß. Aber danke dir auch, lieber Jackson. Bist du seit bei 97 Platin? 97 schon? Ihr habt aber ganz schön viele. Was sorgt ihr auch so, sag mal, so Müll-Games? So, wo man sagt, ey. 10 Minuten, dann ist die Platin am Start oder auch schon ein bisschen. Ach, guck mal hier, ey, ist ja nice. Hellboy, danke dir. I like your content and gameplay. Thank you very much. Danke dir, Mann. Ich gehe mal davon aus, dass du doch wahrscheinlich trotzdem Deutsch bist, oder? Also danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr korrekt.
ich das nicht da rein tun? Was kann ich denn da rein tun, ey? Oder machen die das von selbst? Machen die das von selbst? Ach, das kann ich da rein tun. So, fresst, fresst! Es hat der kostenlos noch. Muss mal gucken, ey. Vielleicht bei Netflix noch. Oder bei Amazon. Muss mal schauen. Ich habe mittlerweile alle auf Blu-ray. Aber das ist ja auch sauteuer, das weißt du ja selbst. Obwohl du bist ja reich, deswegen. Also, das ist ja egal. Let's go. Würdest du dich, was? Kann mir jemand erklären, was genau Palworld ist? Palworld ist einfach ein, ach, jetzt habe ich den wieder aufgehoben. Palworld ist einfach ein Survival-Game. Ganz normales Survival-Game, wie man es kennt. Sehr, sehr typisch, wie ich jetzt bisher sagen würde. Das einzige Ding ist, was halt das Neue dabei ist, was es jetzt nicht so oft gab, ist halt diese Monster. Ihr seht, die siehst du ja schon. Das geht natürlich extremst in die Pokémon-Richtung. Und die kannst du fangen, die kannst du trainieren, die kannst du arbeiten lassen für dich. Und da hinten gibt es so Türme, wo dann so arenamäßige Herausforderungen sind. Es gibt Dungeons. Also im Prinzip eigentlich ein normales Survival-Game, nur halt mit Pokémon oben drauf. Was viele sich wahrscheinlich gewünscht haben. Dann kannst du es im Koop zocken, du kannst es im Multiplayer zocken. Was die Leute sich auch seit Jahren von Pokémon wünschen. Und das greifen sie jetzt all. Oh Junge, was ist da oben? Das greifen sie halt perfekt ab. Weil die Leute einfach Bock haben auf Pokémon-Thematiken. Jetzt Survival noch oben drauf. Let's go, ey. Verbraucht Stahlschlüssel. Ach, okay, alles klar. Zwei Accounts. Jackson, danke dir, Mann. Hab nur Platinum, wenn es einmal ist. Eine Platinum, ein paar Müllgames wie. Sind dazwischen aber maximal 10. Letzte Platinum Games, like a Dragon Gaiden. Ah, nice, sehr, sehr cool. Ja, alles. From Software, Devil May Cry. Du hast Devil May Cry auf Platin geholt? Ernsthaft, Jackson? Oder laberst du jetzt? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich laufe hier gerade ein bisschen sinnlos durch die also Bärengarten. Okay, da bauen wir Holz. Bauen Lagerfeuer. Das können wir machen, wenn es ist. Ein schönes Lagerfeuer. Gut. Bald nicht mehr, ich will alle den Job verlieren. Achso, du meinst, weil du weggeschoben wirst von den Verrückten? Ey, das ist auch ein Skandal, wa? Das ist so, wirklich Drecksverein. Meinst du das? Wann geht's mit dem Let's Play von Last of Us weiter? Ich weiß es nicht, ich glaube gar nicht. Aber hier auf diesem Kanal, wo du jetzt gerade bist, habe ich erst vor einem Jahr das Last of Us komplett durchgezogen nochmal, der zweite Teil. Und die Grafikunterschiede, du wirst du nicht sonderlich merken, also kannst du dir da das gerne nochmal reinziehen. Aber ob ich nochmal das weiterzocke, weiß nicht. Also kam mir jetzt auch nicht so krass an, dass ich sage, ey Junge, da musst du aber nochmal weitermachen. Also Ark plus Pokémon Legenden Arceus. Ja, genau, ja, perfekt. Bisschen Zelda-Vibes auch, am Anfang zumindest. So von der Musik auch, ja. Ah, genau, das ist perfekt beschrieben. So. Was jetzt holen wir uns die Stoffkleidung? Produktion beginnen, ja. Let's go. Okay. Ich sag mal tschüss, Rocker Dude. Danke dir, Mann. Danke dir. Viel Spaß dir auch, ne? Devil May Cry 1, DMC und 5 dafür Controller vernichtet. Dafür 5 Controller vernichtet? Ernsthaft? Yeah, guckt euch das an, yo, wie geil sehe ich aus, ey. Guckt euch das an, Mann. Bruder, bin ich krass, oder was? So. Wirtschaft, achso. Achso, du meinst die Wirtschaft, also ich dachte, du meinst die Partei, die gesagt hat, alle. Hast du vielleicht auch mitbekommen.
Konzept hört sich sick an. Macht auch bisher Spaß und ist anscheinend auch extrem erfolgreich. Also die Leute gehen auch direkt drauf ab, wa? Die gehen direkt drauf ab. Also ich brauche jetzt schon wieder Holz. Es ist doch scheiße, Mann. Kann ich das noch irgendwie verschieben hier, das Ding? Wahrscheinlich nicht, wa? Schnell. Der haut aber wirklich alles nur weg, was hier in dem Umkreis ist. Ist der Umkreis vergrößert worden, seitdem wir das aufgelevelt haben? Darauf muss ich mal achten, ja. Wir achten mal alle gemeinsam drauf, ja. Ja, ich sag mal so, bis hier jetzt zu dieser Grenze. Mal gucken, ob sich die verschiebt, wenn wir die Palbox verbessern. Das wäre natürlich ganz nice. Gut. Hast du Berserk gelesen? Ja, jetzt vor kurzem in komplett, ehrlich. Und ja, es hätte auf jeden Fall ein Update, sorry, ein Update, sag ich schon. Kann ich ihn nicht essen? Ja, ein krasser Anime wäre geil, aber es gibt ein Fanprojekt, da kannst du gerne mal nach googeln. Da machen einfach Fans machen so ein Anime, das sieht schon echt nice aus, ja. Sicher Verschleiß, alle haben jetzt Stick Drift. Ey, das ist natürlich. Das ist übel. Und Maurice, ja, der Devil May Cry soll übertrieben schwer sein. Was auch sehr schwer sein soll, ist Dinges. Hier. Die Batman Arkham Games. Aber Ada ist ja dran, die spielt sie ja bestimmt bald, wa, Ada? Hast du ja extra geholt, die Games. Oder hast du sie gar nicht geholt? Ich warte da noch auf einen Erfahrungsbericht von dir. Kommt der bestimmt bald, oder? Oder, Ada, so wie ich dich kenne? Sehr gut, der macht's Wolle, das gefällt mir gut. Okay, Reparaturen. Hast du auch wieder recht. Denkst du, Skull & Bones wird was? Nee. Glaube ich nicht. Alle Schwierigkeiten, alle Missionen auf S ohne unendliche Teufelsanzeigen muss reichen. Das ist krass. Was ich vorhin sagte, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe aufgehört mittendrin. Es gibt da einige Videos, wo so Leute zeigen, wie sie die Platin verdienen. Das gucke ich mir eigentlich ganz gerne immer wieder mal an, ab und zu. Und da haben die meisten davon gesprochen, dass Devil May Cry schon sehr krass sein soll. Ist das kaputt? Achso, ich hab die anderen Sachen nur repariert, ne? Hm. Da ist es noch. Okay, sehr gut. Okay, repariert. Doch geholt habe ich. Ich hoffe es doch, aber höchstens eins hättest du bekommen. Was hätte ich bekommen? Einen Erfahrungsbruch, so einen Game oder was? Ich dachte, du spielst sie alle durch. So. Ba-da-ba-da-ba-ba. Kommt er da nicht vorbei, oder was? Hm. Der kommt da nicht vorbei, oder? So, Bärengarten. Jetzt kommt der Bärengarten endlich.
So, baut, baut. Wolfenstein, ja, habe ich auch gesehen. Auf kein Leben, glaube ich, heißt der Modus, war. Auch brutal. Ja. So. Okay, so, jetzt hauen wir da noch einen rein hier. Damit wir da das aufleveln können. Yes. Ausrüstungspal, Baupal, Ausrüstungswerkbank. Erstmal noch ein Bett hier. Let's go, Leute. Ja, gemeinsam schaffen wir das. Yeah. Sehr gut, jetzt habt ihr alle wieder ein Bett. So, okay. Pal, Werkbank, das ist es doch, oder? Holz, Stoff. Ich hab doch Stoff gesammelt erst. Wo ist der Stoff hin? Ja. Holz. Ich könnte mir. Ja. Braucht da mal ein paar Pfeile. Ich brauche Holz. Ich brauche einfach weiter Holz. Holz. Ja, ich weiß nicht, ob du das vor Final Fantasy noch schaffst. In deinem Tempo wird das wahrscheinlich nichts, Alter. Oder? Ich meine, Batman Arkham Asylum geht, wenn man das neu spielt, 10, 12 Stunden. Das wird bei deinem Tempo, das nix. Wow, geil, was geht ab? Muss man wirklich arbeitslos sein, weil es bei Wolfenstein, ja, keine Ahnung, ey. Oder man sucht die Herausforderung, aber das wäre es mir nicht wert. Aber gut, wenn du dann als YouTuber da Content draus machst, ey, und dann am Ende 10.000 Leute zuschauen, dann hast du für dich selber eine Ausrede, weißt du? Dann sagst du, ey, komm, ich mach das, das ist ja eigentlich, weißt du, auch Arbeit. Ich kümmere mich da durch, aber so wäre es mir das nicht wert, ehrlich gesagt. Einfach so Just for Fun Trophäen sammle, wäre es mir nicht wert, ey. Ba-da-ba-da-ba-ba. So, okay. Ja, Ausdauer wäre noch ganz gut. So, Tutorial. Ich könnte nochmal vor diesem Lammball 3-2 fangen, aber so just for fun. Jetzt. Ja, komm, geil. Du warst ein Non-Believer. Ich hab doch gesagt. Aber ihr habt dafür kein Ohr. Ihr habt dafür einfach kein Ohr. Ihr seid einfach nicht so krass. Ihr seid einfach nicht so krass wie ich. Kommt seine Arbeit nicht nach. Junge, beruhig dich doch. Alles gut. Der hat wahrscheinlich schon Angst, dass ich ihn schlage, Alter, weil ich hier mit dem Schläger durch die Gegend laufe. Mahlzeit. Ach, warte mal, haben die Essen überhaupt? So, okay. So, okay, Nummer 1 Schaffang. Ey, die rennen auch schon um ihr Leben, ey. Das hast du schon rumgesprochen hier. Da oben ist noch eins. Ja, Marius spricht den aber auch in Deutsch, oder? Hat er auch schon gesagt. Er spricht den in Englisch und in Deutsch. Hab ich euch doch gesagt, Leute, hört doch einfach auf mich. Ich versteh's nicht. Ey, Junge, seit 13 Jahren einfach krass sein, reicht anscheinend für einige immer noch nicht. Das ist schon irgendwie enttäuschend, weißt du, dass man immer noch an mir zweifelt, ja. Heftig. Aber gut. Ey, wie wir gelernt haben, man verdient sich halt auch keinen Respekt, wenn man nur den ganzen Tag von der Konsole hockt, oder? Ja. Bip, bidi, bidi, boo.
Holst du eine Grand Blue Fantasy? Yes, hol ich mir. Ich denke, ich werde da auch mit euch reinzocken. Ich habe ja schon gesagt, dass das vielleicht auch interessant wäre für. Warte, ich komme gleich drauf, weil ich gerade ein bisschen Brainlag habe. Für Stream, das wäre, glaube ich, auch ganz interessant. Könnte man vielleicht machen. Mal schauen. Okay. Ach, meine Fresse. Bau die Werkbank. Stimmt, das wollten wir jetzt machen. Hab ich die denn gekauft jetzt schon? Nee, freigeschaltet hab ich die noch nicht, ne? So, da fehlt Stoff immer noch. Holzfällerlager, Standfackel, Feuerbogen. Stoffbogen. Ach, das schleppt er doch gerade rein, ey. Alter Bogen. Baut den, jawohl. Ja, yeah, let's go. Okay. Stoff. Ach, das ist Wolle, das ist kein Stoff. Nee, warte mal, das ist doch Stoff. Nee, das ist Holz. Junge, das sieht aber irgendwie nicht so holzmäßig aus. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Rosekoffe. Wie krieg ich denn Stoff jetzt hier? Wolle. Ach, Wolle muss ich bestimmt auch herstellen, ne? Stoff, meine ich, muss ich herstellen, so. Wird eigentlich eine neue Robo-Quest-Folge kommen? Nö. Kann man jetzt auch nicht so. Obwohl, es lief eigentlich okay so, aber die ersten Tage jetzt nicht. Und dann habe ich es privat einfach eigentlich durchgezockt quasi. Hat dieses Huhn eigentlich Mehrwert für die Bande hier gerade? Was macht das eigentlich? So, gleich müssen wir mal losgehen. Baue Brutkasten, baue Zerkleiner. Gut, alles klar. Wisst ihr was? Was jetzt abgeht, ey? Wartet's ab jetzt. Jetzt wird's Bären sein. Jetzt muss ich nochmal dorthin, wo wir die ganzen Bücher gesehen haben. Muss spazieren, ja, das stimmt schon. So, das war da unten, ne? Da waren auf jeden Fall so kleine Pinguin. Das wird bestimmt in Sachen Wasser dann helfen. Dann war da so ein Feuervieh. Huhn bringt Eier im Stall. Muss ich da reinwerfen wahrscheinlich dann, ne? Aber ich dachte, wenn das Schaf da automatisch Wolle macht, macht das Huhn auch automatisch Eier, oder? Oder nicht, wahrscheinlich. Ah, guck mal. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar von denen hier. Das Feuerding, ja. Holy moly, ey. Komm schon, Baby! Yeah, let's go! Bam, Junge, fall in die Fresse! Nochmal! Ey, ich sag euch ganz ehrlich, das macht echt Spaß, das Game. Das macht echt Spaß. Komm jetzt rein ins Team! Let's go! Ich brenne! Hilfe! Hier war doch Wasser!
Okay, jetzt zu spät. Oh, den will ich auch haben, ja. Alter, Alter! Nein, ich habe ihn getötet! Ach du Scheiße! Mammorest, unaufhaltsame Naturgewalt. Alter Junge. Das ist, den brauche ich noch, ja. Ein Ei. In mein Team, los! Let's go, Leute, was geht? Sehr gut. Ja, ist echt cool, Mann. Bullpix gleich mal gefangen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Brutkasten. So, Brutkasten, Steinbruch. Holzfällerlager. Dann kannst du Holz in deinem Lager abbauen für die. Ah, das ist ja geil, ey. Dann machen die das automatisch die ganze Zeit, oder was? Das muss ich alles mir gönnen, meine ich. Gebauen, gönnen. Da haben wir einen Schläger, Standwaffe. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Foxpark-Geschirr. Geschirr zur Handhabung von Foxpark. Ermöglicht es dir, Foxpark damit bei Aktivierung des Partnerfähigkeit als Flammenwerfer auszurüsten. Was? Du kannst daraus einen Flammenwerfer machen? Aus dem Fee kannst du einen Flammenwerfer machen? Was ist denn jetzt hier los, ey? Jetzt geht's aber los hier, ey. Das ist ja, Alter, krass. Das ist heftig, ey. So. Bruder. Flammenwerfer einfach. Da bin ich doch am Start. Okay, Ausdauer brauche ich unbedingt. Oh, okay. Freunde, du brauchst für den Meisterball, für das große Ding. Ja, da denke ich mir schon. Hätte ich jetzt auch nicht versucht, den zu fangen, da, das ist noch zu früh. Na, Kuchen, es geht so, das Game gerade mit Kumpeln macht schon Laune. Ja, finde ich auch. Macht schon Laune auf jeden Fall. Ist ganz nice. Schade, dass ich den hier kaputtgeschlagen habe. Zu sehr. So. Ey, Freunde, ich muss mal ganz kurz eben auf Klo. Ich komme sofort wieder, ja? So, okay. Jetzt ist die Frage, da vorne ist eine Kiste. Hast du schon das Lego-Update in vorne reinguckt? Nee. Nee, habe ich auch nicht vor. Das interessiert mich nicht. Was ist das denn hier? Ich muss es haben auf jeden Fall. Das steht fest. Das ist ein süßes Ding, ey. Oh. Erstmal alles fangen, ey.
Hat eine feinere Wolle als Slumball und eignet sich auch sonst besser als Nutzvieh. Ah, jetzt habe ich bei den anderen gar nicht gelesen, was da rechts stand. Muss ich nochmal später abchecken. Papiere nochmal sammeln. Hau rein, Mr. Donny, falls du auch hörst. So, aber hier war da noch so ein krasses Vieh, ey. So ein Hirsch oder was war das, ey? Das hatten wir noch vorhin auch gesehen. Da vorne ist ein Schnellreisepunkt, da ist auch eine Kirche oder sowas. Ba, ba, da, ba, ba. Da ist noch so ein. Den will ich haben. Der ist für Ackerbau gut. Das sehe ich doch. Ey, voll in die Fresse, ey. Boah. Komm, das muss doch reichen, ey. Ja, Mann. Du bist im Team jetzt. Let's go. Da ist noch eine Kiste. Sphäre. Was ist das da drüben? Da ist irgend so ein Punkt. Dann will ich mal abchecken. Stahlschlüssel! Aha! Das ist natürlich ganz geil. Wir hatten ja schon so eine Kiste gefunden, ne? All die Sounds sind ja wirklich so Zelda-mäßig. Ah, da vorne. Boah, hab ich noch, hab ich noch. Ja, hab ich noch, oder? Okay. Oh shit, ich bin tot. Kann ich immer nur eins rufen oder was? Oh, Hilfe! Hilfe! Boah! Ja! Ist sie weg. Boah, ey. Warum kann ich denn nicht mehrere rufen, ey? Das ist doch scheiße. Ich dachte, ich war mir so sicher, mäßig rufe jetzt mehrere einfach, die kaputt schlagen für mich. Komm zurück, ey. Scheiße. Leute, Leute, Leute. Ach, guck mal, da oben ist auch so ein grüner Punkt. Das ist bestimmt, irgendwas Wichtiges, auf jeden Fall. Scheiße, ey. Jetzt war ich ein bisschen übermütig. Jetzt war ich ein bisschen übermütig. Ich sag mal, wie viele von den dicken, großen Dingern laufen hier rum, ey? Bam, bam. Junge, so lobe ich mir das. Die arbeiten bis in die Nacht rein, ey. Sehr gut. Ach, die haben nur vorgetäuscht oder was? Die sind schnell aus dem Bett aufgestanden und haben jetzt hier schnell kurz gearbeitet. Ja, ja, ich verstehe schon. Direkt hier morgens wieder am Start. So, mach mal neue Pfeile, ey. So, okay, jetzt habe ich ja. Warte mal, jetzt habe ich. Guck mal hier, benötigt Feuererzeugung. Dafür haben wir doch jetzt Leute am Start hier, ey. Guter Läufer. Feuerzeugung. So,
Den tun wir jetzt rein. Dann tun wir auch den rein. Der hat Wassererzeugung. Dann tun wir... den tun wir Bronze. Handwerksmeister, ja, yeah, komm hier rein. So, wir brauchen noch einen Platz. Was haben wir denn für eine Mission? Baue Brutkasten. Brutkasten. Stoffbombe. Das dauert einfach zu lange. Jetzt hört er einfach auf zu arbeiten. Helf mal mit jetzt hier. Was macht er? Süß, ey. Ah, guck dir das an, ne? Okay, man kann dir nicht böse sein. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Okay, wir wollen noch ein Bett für die. Haben sie mich rumgekriegt, direkt, ey. Hast du eigentlich noch einen Discord-Server? Nee, schon lange nicht mehr. Wenn Zelda, Pokémon und Ark in 3 Jahren, ja. Holz, Jungs, wir brauchen Holz. Das Sehen über würde wahrscheinlich auch der Dings, ne, übernehmen, ne? Er ist ja wirklich eine Wasserratte. Jetzt chillt er hier wirklich im Wasser. Nur, Junge, bist du ja verrückt? So, dich tun wir mal raus und dich tun wir mal rein. So, wie haben wir denn noch ein paar mehr Elemente hier am Start? Der kann das ja übernehmen hier, oder? Ja, macht er auch direkt. Ey, das ist schon geil, das ist schon geil. Das ist schon nice, das macht schon Bock. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? So, jetzt. Ja, komm, hör auf, so süß zu sein, ja. Lass doch nicht ihn arbeiten, er ist zu langsam. Der Kleine. So, wir brauchen noch ein Bett. Habt ihr jetzt mal ein bisschen Holz gesammelt? Nein, das muss ich wieder machen. Ach, Leute, ey. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Wir sind auf jeden Fall ganz krass am Start hier. Oh. Jawohl, alles rein. So, zack. Zack. Nein, das wollte ich schon gar nicht. So, Holz, Holz, zack. Die Münzen tun wir auch mal rein hier. Mal ein bisschen hier Feuerdrüse in die Feuerpfeile. Brauchen wir gerade nicht. Den Schlüssel haben wir. Ein bisschen Wolle haben wir. Das können wir auch hier rein tun. Das können wir hier rein tun. Ah. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Erstmal ein Bett, wa? Ja. So. Also Realität, na, die Arbeit. Ja, ja, ja. So, okay. Muss ich da eigentlich nachfüllen oder machen die selber? Ich weiß es nicht. Ah, hier sind die Eier drinne. Der tut die Eier direkt da rein oder was? Aha, deswegen. Du kleiner Schlingel, jetzt verstehe ich. Was ist denn hier los, Mann? Ich hab doch hier den Feuer. Ey, du kommst jetzt raus, ey, weißt du was? Die Wasserratte kommt da raus jetzt. Der arbeitet ja gar nicht, der macht ja gar nichts. Raus mit dir. So, jetzt will ich mal hier ein bisschen Arbeit sehen hier. Okay, du machst nämlich jetzt hier das hier, ne? Gegrillte Beeren. Zack, so, arbeite jetzt. Da
Das ist cool, Mann. Das ist schon cool. Das ist schon ganz geil, ehrlich gesagt, das Game. Macht schon Laune. Macht schon echt Laune. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ich verliere die ganze Zeit die Übersicht. Brutkasten und zerkleinerer. Brutkasten, jetzt geht's los. Okay, oder auch nicht. Wir brauchen noch einen Stoff mehr. Na, da freut er sich. Das ist doch schön. Ich hab doch. Achso, nimm. Jetzt. Achso, warte mal. Lege einen hinein, ein Ei wahrscheinlich. Aha. Okay. Ja, das ist auf. Ach, das ist ja süß. So, wir tun den hier hin. Sehr gut, Leute. Schön arbeiten hier. So. So eins wahrscheinlich nicht. Hatten wir nicht eins gefunden? Warte mal. So eins wahrscheinlich nicht. Hatten wir nicht. Wir hatten doch eins gefunden auf dem Weg, oder nicht? Ich dachte, ich hätte eins gefunden. Okay, dann müssen wir noch eins finden. Okay. Was wollten die noch jetzt? Eins der kleinere. Haben wir das schon freigeschaltet? Moment. Haben wir noch nicht. Eins der kleineren? Ach, guck mal, hier ist der kleinere. Ist erst hier. Aha. Das, ach du Scheiße, was ist das denn? Wie cool sieht der denn aus? Schnell in unser Team, sonst bist du tot. Die schlagen dich kaputt, die warten schon darauf. Okay, gut, sehr gut. Boah. Wenn dieser Paul dich besonders mag, versetzt er dich in einen tiefen Schlaf und lässt dich bis zu deinem Tod süßen Träumen träumen. Junge, okay, alles klar. Hör mal auf jetzt mit der. Ach, guck mal, das ist ja. Ey, Leute, die Produktion läuft. Sie läuft. Der ist ja auch knuddelig, Junge. Also der bewässert die. Die tragen die Sachen rein. Der macht Feuer, der macht Wolle, der macht Arbeit. Ey, Junge, das läuft. Die Produktion ist auf Hochtouren. Jetzt ist halt nur die Frage. Es ist halt nur die Frage, was wir als nächstes machen. Was könnten wir denn machen, um schnell aufzuleveln? Eigentlich weitere Pauls sammeln, oder? So, Pfeile. Maximal. Machen wir Produktion beginnen. Warum ist er denn die ganze Zeit am Arbeiten? Er kann doch nichts. Er ist super langsam. Lass den doch in Ruhe, ey. Was kann er denn überhaupt? Handwerk sammeln? Ach, weißt du was? Du kommst mit mir mit, ey. Du bist auf jeden Fall auf meiner Seite. So ein Feuerwehr will ich auch mitnehmen. Das wäre natürlich das Beste, einfach weiter zu erkunden. Ne? Giftdrüsen. Ich glaube, wir brauchen bald Eisdrüsen. Wir brauchen bald Dings. Mehr Platz. So Stahlschlüssel. Der Stahlschlüssel, da drüben war doch die Box, oder? Naja, rennt lieber weg, ey. Aha, Kativa überfrisst dich und gönnt sich dann eine Pause. Ja, komm, hör auf. Naja. Stoffkleidung, Bauplan. Weiß ja nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat, oder? Ehrlich gesagt.
Das weiß ich ja nicht. Ja, keine Ahnung, ey. Was kann ich da machen, ey? Extrem schwach, extrem lecker. Ja, weiß Bescheid. Survival Guide. Fange 30 Pawns in deine Ausrüstung und deine Pawns macht dich bereit und besiege den Boss des Turms. Krass. Fange 30 Pawns. Ja, dann ja, soll ich jetzt einfach random Sachen farmen? So, soll ich das machen? Ja, ein bisschen? Ich hab immer noch drei. Oh. So, also jetzt werden wir einfach noch mehr Ausdauer machen. Technologie. Jetzt können wir den zerkleinerer herstellen. Halsband. Ermöglicht es, wenn es ein Team durchgehend draußen zu bleiben und dir. Ermöglicht es dir Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Das ist ja krass. Okay. Giftpfeile brauche ich nicht. Das Geschirr, ey, das wäre auch krass, oder? Feuerdrüse. Das, okay, Palladiumbruchstücke haben wir in der Kiste. Und Holzbaum, ne? Übelst Holz. Stell dir vor, ich zocke das gerne, würde nicht mal die Hütte bauen. Ja, das könnte sein. Hast du mal geguckt, ob es noch Hunter Hunter gibt? Oh mein Gott! Scheiße, Alter. Ich muss hier kurz mal was überprüfen. Ne? Ja, jetzt schlägt er plötzlich. Hör doch auf, Alter! Gefettfingert! Meine ganzen Bälle, Alter, weggeworfen. Das wollte ich. Ich wollte eigentlich. Jetzt schlag mal automatisch, damit ich kurz am Handy was checken kann. Ne? Jetzt macht das nämlich nicht. Ja, komm, leck mich doch. So. Ich wollte noch mal was kurz checken, Mann. So, okay. Wir sind hungrig, dann ballern wir uns doch was rein. So, okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall Holz ohne Ende. Weiß ich genau, wie lange ich noch machen soll. Ich muss sagen, es macht schon Spaß, ey. Macht schon Laune, ey. Okay, jetzt sind wir überladen, ey. Ich muss mehr in die Kiste packen, ey.
King of Queens, immer gut. Immer gut. So, sorry. Okay. Gut. Okay. Ich brauche auf jeden Fall nochmal eine Kiste. Zerkleinerer. Obwohl, nee, erstmal bauen wir den Zerkleinerer. Warte, was ist das überhaupt? Was macht das überhaupt? Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz. Um das Wasserrad zu drehen, benötigt man ein paar der Gießen beherrscht. Zerkleiner, aber warum soll man das zerkleinern? Gut, dann bauen wir das mal hier hin. Der ewig. Junge! Oh, das ist geil. Sehr gut. Schon wieder Waffenbruch. Danke dir, ey. Ja, King of Kings geht auch immer, oder? Muss man sagen. Und Stream von mir auch mal. Yo, yo, yo! Leute, es geht los! Wir werden angegriffen! Wo sind die Feinde? Ja! Wo sind sie denn? Wir sind bereit. Oh mein Gott! Was soll das, ey? Krank. Krank, einfach krank. Einfach krank, Leute, ey. Mann. Ach, guck mal, hier kann ich das Geschirr dann herstellen. Ja, okay, gut. Okay. Ey, einfach den Kleid als Flammenwerfer nutzen, ist auch krass, oder? Internet kackt schon wieder ein bisschen ab, ich hoffe, ihr hört mich noch. Ruckelt's gerade? Ja, wa? Geht gerade nicht so richtig, oder?
Die zwei wollten es wissen, ne? So sieht's aus. Okay, mir zeigt er gerade an, dass es nicht so richtig läuft da. Internet kackt gerade übertrieben ab. Warum? Auch immer schon wieder. I don't know. I don't know. Tja. Schießpulver. Hört ihr mich noch? Momentan kommt es zu ein paar Verzögerungen, okay. Weil es kackt gerade voll ab, das Internet die ganze Zeit, ja. Wenn ich alles muss ich jetzt vielleicht zwangsweise Schluss machen, ja. Das kann natürlich sein. Tja. Mach doch mal auf jetzt hier, was ist denn hier los, Mann? Ja, warum ist denn das zu jetzt? Weil wir angegriffen wurden. Hä? Was ist denn jetzt los, Alter? Einfach so durch das Haus. Ja, irgendwie beruhigt sich das Internet gerade gar nicht mehr. Weiß nicht, was hier los ist. Ja, irgendwie wird das nichts mehr. Ey, Freunde, aber ihr hört mich schon, oder? Also, weil keiner darauf reagiert hat von euch. Könnt ihr gerne nochmal bitte schreiben, ob ihr mich jetzt noch versteht. Weil ansonsten würde ich dann jetzt Schluss machen, weil es irgendwie gar nicht mehr klarkommt hier. Das Internet. Hören, hören tut man dich doch. Dich noch. Ja, okay, aber bei mir ist hier OBS die ganze Zeit auf rote Laterne. Die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Jetzt plötzlich hört er gar nicht mehr auf. Es schwankt auch gar nicht mehr. Es bleibt die ganze Zeit auf rot und auf der Hälfte der Übertragung, die ich eigentlich angegeben habe.